So, da sind wir wieder bei Tomb Raider. Grimm wartet immer noch irgendwo auf uns. Und wir sollten ja hier irgendwie dieses Transportsystem nutzen. Deswegen glaube ich, dass wir hier auf diesen Turm nochmal drauf müssen. Und mal gucken, was sich da so anbietet. Kann ich hier einfach so mitfahren? Ja. Ich wette um ganz viel, dass hier ein Kampf kommt. Das ist immer so auf irgendwelchen Fahrten. Was? Eine Falle? Oh nein. Ja, war klar. Aber aktuell sehe ich da drüben noch keinen. Machen wir bitte mit Feuerpfeilen. War's das schon? Ich wollte doch da oben noch so einen Platz kaputt machen. Na gut. Nee, bitte nicht. Hier mal ein bisschen Feuerwerk. Was hast du da geschmissen? War das wieder Dynamit? Na, jetzt sind wir die Mollys. Die kenne ich ja auch noch. Ich kann mich gerade so schlecht entscheiden, welchen ich zuerst machen will. Au! Das sind aber jede Menge. Vorteil bei den Feuerfallen ist halt, dass ich nicht perfekt durchziehen muss. Weil die halt einfach dann verbrennen. Wo kommst du denn her? Das ist ja eine Frechheit hier. Wie lange standst du schon da? Eine schöne Mischung aus Mollys und Dynamit. War's das? Oh. Das macht mir nichts, Mann, denn ich bin aus Glasgow. Tritt sie den Abgrund runter! Wow, der Grimm ist... Ich wollte gerade beeindruckt sein. Ja, so viel Bezug hatten wir jetzt nicht zu dem, aber... Ich muss zu dem Palast. Ja, ja, gleich geht's zum Palast. Aber wir hatten schon mal auf dem Schiff einmal so ein nettes... Ja, war halt so ein alter Seebär, ne? Der da halt auch mit dem Wasp unterwegs war. Weil damals da irgendwie, komm, wir müssen die Schotten dicht machen, pipapo. Es gibt, glaube ich, Schlimmeres für Lever. So, ich glaube, das waren alle hier. Was war das noch? So, da kommt gleich wieder. Ja, voll. Kann ich hier über das Ding wahrscheinlich rüber? Ja. Oh, hier nehmen wir auch noch alles mit, natürlich.
Hier kamen wir. Ja, das sind beides dieselben. Geht's dann hier die Leiter hoch wahrscheinlich, ne? Hier kann ich mich auch wieder runter, was ich nicht will. Und hier geht's dann wohl rüber. Was? Schon dabei. Nicht gut. Und nicht schießen, bitte. So weiter, Lever. Au! Puh. Aha. Ich hab sie! Scheiße! Ich geb dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Der Boss. Ach, gut, dich wiederzusehen. Kannst ja doch wieder klettern. Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Das sind aber schon viele Leute, wenn ich da oben so drauf schaue. Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Die andere spannende Frage, wo hat Ross jetzt ein Scharfschützengewehr her? Einfach so hat er sich wie... Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Ross. Du gibst ihnen ein Signal, ich hole Sam und die anderen. Habe ich jetzt mal ausreden? Nein. Hier geht's um keinen Piloten, Ross. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Wollte gerade sagen, haben wir nicht gelernt, was mit Flugzeugen passiert? Und jetzt, ja, wird einfach mal ein Hubschrauber angefordert. Aber okay. Ja, und wie gesagt, der Ross hat sich dann halt wie MacGyver ein Scharfschützengewehr gebastelt. So, jetzt habe ich beim Hinsetzen vergessen, woher ich kam. Ich glaube, das war die andere, deswegen geht es für mich hier weiter. Und da oben ist der Palast, wo wir hinwollen, wo Sam eventuell hoffentlich sein wird. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Ach du Schande. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Es wird reichen, wenn du mir Feuerschutz gibst. Haha, ganz schlechter Witz. Also unter der Brücke so eine Kletterpartie. Dann hoffe ich mal, dass ich nicht schießen muss, dann wird das Gamepad wieder ausgepackt. Kiste zum... Nein, da ist nichts drin. Ist das hier schon die... Es ist schon diese Brücke, ne? Also mal so eine richtige Kletterpartie wahrscheinlich. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Puh, okay. Also ich gehe einfach davon aus, dass der Ross alles da oben macht und ich muss hier nur klettern. Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns.
Vater Matthias schickt uns zu den Oni, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden wir nicht. Die Sonnenkönigin ist mit uns. Mhm. Oder vielleicht auch mit der verdammten Outsiderin. Sie hat genug. Was? Ich wollte gerade zielen. Ich dachte, ich hier wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Ja, wie recht die hatten, dass ich hier komme. Macht der was das? Nicht bewegen! Sie sehen mich! Jetzt los! Halt! Warte! Hab ihn fast! Nicht schlecht! Oh, da ist immer noch einer. Warte! Ja, ja. Lara, der Weg müsste frei sein. Na, hervorragend. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Lara, pass auf! Ich brech dir das Gelenk! Da geht's nicht! Wow. Puh. Sie sind gestürzt. Ob sie tot ist? Weiß nicht. Steh nicht unter dieser Waffe! Lara, es sind zu viele! Verschwinde von dort! Okay, okay. Nein. Bin ich zu weit. Oder zu früh. Eins von beiden. Lara, es sind zu viele. Verschwinde von da. Hier ein bisschen Timing. Oh, wieder alles bricht hier zusammen. Da war ich doch fast an der Wand. Jetzt will mich das Spiel so ein klein bisschen ärgern. Ja, die Outsiderin. So, hier nochmal rüber. Und hier. Und hier einhaken. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Roth. Und ich komm zurück. Versprochen. Ja, Lager finden hätte ich nichts gegen, weil wir haben wieder einen Punkt. Die Frage, ob wieder bald eins kommen wird. Erstmal ist wieder durch Brackwasser klettern angesagt. Darf ich auch bewegen, Mädchen? Danke. Nicht stolpern. Gamepad kann man so ein klein wenig ruhiger gehen. Das finde ich recht schön. Deswegen mache ich das mal. Auch wenn hier die Gefahr ist, dass ein Kampf kommt. War jetzt hier zwei Wege? Nein. Hier, toll. Da gibt es ein paar Bären. Da will ich ja nicht meckern. Wie groß ist schon die Chance, in einer Höhle Bären zu finden? Nimmt sie selber den Bogen? Heißt meist nichts Gutes. Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier,
Hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Autsch. Jetzt töte ich dich. Das ist für Wladimir. Genau. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Hey, meine Waffen. Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sprecht zu uns, Mimiko! Nein, nein, nein! Oh weh. Sieh mich nur an, okay? Okay, also weil Himiko das Feuer ausgepustet hat, ist Sam also ihr Schlüssel. Ich verstehe. Was nun? No. Ich sehe keine Leiche. Sonst wird sie nicht überlebt haben. Na lecker. Einmal Blutsuppe, bitte. Wieder irgendein Modell freigeschaltet. Ich habe keine Pfeile. Gut. Also, nicht gut. Aber immerhin habe ich meinen Bogen noch und die anderen Waffen sind alle weg. Das ist nicht so prickelnd. Ich würde mal gerne wieder in sauberes Wasser, um mich mal wieder so abspülen. Vorne sind zumindest ein paar Pfeile. Ah, okay. Gas. Kennen wir schon. Wie viel? Ich habe 4 Pfeile. Ich fürchte mal, dass der mit dem Feuer jetzt verbrannt ist, ne? Oh, da hätte ich... hätte ich da schneller durchgemusst. Wahrscheinlich, ne? Kommt immer wieder neu. Ja, da hinter mir strömt es wieder. Aber hier haben wir zumindest mal ein Lager. Wahnsinn, beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du... Ach verdammt, jetzt habe ich es mir nicht zu Ende angehört, weil ich wieder ins große Bild wollte. Ja, ein Helikopter wird kommen und wahrscheinlich abgeschossen werden. So, ich
Wann wird das links wieder angeblendet, wenn ich das nächste freischalte? Wenn ich auf so ein gelocktes gehe? Ah, noch zwei weitere Fähigkeiten, um Rang 3 zu werden. Das ist auf jeden Fall schon in Reichweite, würde ich sagen. Das ist alles gelockt. Das ist alles gelockt. Muss ich echt hier nochmal was nehmen? Was haben wir denn hier? Nahrungsquellen und Tiere. Ach, nee. Das ist auch Tiere und Lebensmittel. Gut, wenn ich jetzt Tierkadaver mache, bekomme ich Bergungsgut, aber dafür müsste ich die gezielt abschießen und ich habe da immer so ein bisschen Probleme, da so die Tiere abzuschießen. Deswegen werde ich mal letztendlich die beiden Sachen hier machen. Ich fange erstmal hier mit dem Klettern an. Okay, bei Höhe B und insgesamt geht es was schneller. Ja, und zum Aufrüsten hier wird es nicht reichen. Habe ich ja gesehen, 400 waren das. Und von daher machen wir jetzt hier mit einem Buch nochmal einschauen. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Das ist das zweite von 5 Geständnissen eines Solaris. Was diese Männer wirklich gefährlich macht, ist ihr Glaube. Sie glauben an die Sonnenkönigin und werden vor nichts zurückschrecken, um sie zurückzubringen. Ja, und mit diesem Buch machen wir dann hier eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann! In our darkest moments, when life flashes before us, we find something. Something that keeps us going.